So, ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass meine Videos zu leislich sind. Jetzt habe ich es mal probiert, ich rede einfach lauter. Ich schaue mal, wie das geht und wie sehr sich das auf die Qualität auswirkt. Gestern bin ich im Kino gewesen und habe «Der Marsianer» Rittet Mark Watney geschaut. Und das ist ziemlich ein cooler Film. Der ist sehr spannend. Und ist einfach cool, wie er all die Probleme löst, die auf ihn zukommen. Es geht um in der Zukunft eine Mars-Mission, die dort ist. Und die wird überrumpelt von einem Sturm. Und sie müssen dann flüchten vom Planet. Während der Flucht wird Mark Watney, der Hauptperson, etwas an den Kopf geworfen. Durch den Wind. Und er fliegt dann fort und sie haben das Gefühl, er sei gestorben. Und gehen ohne ihn wieder zurück. Und er hat aber überlebt. Und nach dem Sturm wacht er wieder auf und geht in eine Anlage, die sie dort haben, die für einen Monat oder zwei, glaube ich, ausgerichtet ist. Und er muss jetzt dort überleben, bis die nächste Mars-Mission kommt. Das sind, glaube ich, irgendwie 2 Jahre. Und dann fängt er an, Erdäpfel anbauen und Solarkollektoren aufrüsten und Wasserversorgung verbessern und einfach alles Mögliche, dass er einfach die Zeit kann überleben, bis er gerettet wird, hoffentlich. Und eben ein Ding nach dem anderen kommt auf ihn zu und es ist wirklich ziemlich, ja, einfach spannend, wie er das löst, wie er das macht. Und parallel sieht man auch Geschichte auf der Erde. Wie sie damit umgehen. Zuerst haben sie halt das Gefühl, er sei tot. Und nachher merken sie, oh, der lebt ja doch noch. Über Satellitenbilder. Und nachher irgendwann fangen sie auch an zu kommunizieren mit ihm. Und ja, ist einfach ein sehr entspannender, guter Film. Ich würde es denen empfehlen, die ein bisschen auf realistische, halbwegs Hollywood-realistisch halt, Film stehen. So Weltraumfilm. Da gibt es irgendwie Interstellar und der. Und viel mehr kenne ich jetzt noch nicht. Und er ist nicht wirklich brutal. Er ist spannend und man kann ihn schön anschauen. Man kann auch ein bisschen mit zarteren Leuten schauen. Und ja, er ist einfach ein guter Film. Matt Damon spielt den Mark Watney. Und kann wirklich einfach jedem empfehlen. Ich habe ihn in 2D geschaut. Ich würde sagen, man kennt ihn sogar auf DVD oder so. Und muss nicht unbedingt ins Kino gehen. Die Bilder sind nicht so Wahnsinn. Es hat nicht irgendwie so riesige Panoramas oder was auch immer, wo verrückt sind. Also halt Mars-Panorama, da ist irgendwie so ein Rocky Mountain mit einem Rotfilter drüber und so. Nicht viel mehr. Aber Geschichte ist sicher gut und spannend und wirklich kann ich jedem empfehlen.